Larry, das ist deine Chance. Töte sie. Töte sie. Was bist du jetzt? Was bist du jetzt so zu mir? Ich denke, wir sind ein Team. Du hast selber gesagt, bring sie um. Hab das gehört. Oh, das ist ganz schön hellhörig, das Haus war. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phasmophobia. Jetzt sind wir in Ridgeview unterwegs, Roadhouse. Und zwar sind unsere Ziele. Pasmin, das ist dein Part. Patrick, ich rede schon. Ich habe schon gelesen. Okay, lies nochmal, man hört dich nicht. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Der Geist heißt Larry Smith. Scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Wir haben ja hier jede Runde eine Taschenlampe mehr im Van, du. Ja, ich habe die eingepackt, weil wir jetzt mal nichts hatten. Lieber mehr als wenig, ne? Wir hatten Try. Ah, okay. So, Larry Smith. Du bist auch ein Larry. Komm, Larry. Schnauze, ey. Du bist ein Harry, ey. Du bist ein Larry. Komm, Larry. Schieb dich mal an, du gehst. Wo ist denn der Sicherungskasten? Hast du geguckt? Nö, ich guck das nie. Larry? Ging die Tür. Die Tür ging doch sonst immer nach links auf, oder? Das ist ja doof. Die ist ja voll im Weg jetzt. Aha. Strom ist an. Ich hab Switcherbrett. Larry? Mach mal hier kein Larry, ey. Hast du mich eingesperrt? Ja. Hast du mich eingesperrt? Hast du das? Was? Das mit dem Klavier? Ja, warst du. Keine Ahnung. Larry. Larry. Larry, wo bist du? Ich habe hier 10 Grad in dem großen Raum. Nee, ich habe jetzt doch 12. 11. Oh. Schade, dass die Tür nicht aufgeht. Da könnte ich mich auf der Terrasse verstecken. Ja, 12. 9. 9. Ja, locker. 9. Guck doch mal. Hast du das gehört? Wo ging die auf? Hier. Larry? Aber wir haben hier 19 Grad. Hier sind 10. Hier sind 8. Hier in dem kleinen hier Flur. Hier sind 9. Hier sind 8. Hier sind 9. Hier sind 9. Hier sind 11. Hier sind 8. Ah, doof. Er ist im Strand. 7. Ja, wir haben ja genug Kameras. Ich habe jetzt eine. Nee, nur. Ah! Oh Gott! Ich hasse das, wenn das Licht ausgeht. Ich hab. Ey, ey, guck mal. Ja, wie viel? 2. Geh mal rein, ob es stärker wird. Nein. Okay. Ja, wir packen da ein paar mehr Kameras hin. Wie viele haben wir überhaupt? Oh, wir haben nur 2. Nur ein Dotz. Warum habe ich hier noch einen Slot belegt? Sicherungskasten ist im Keller. Nee, da gehe ich nicht. Never ever. Ja, ich muss hier aber vorbereiten. Ja, ich habe voll Schiss. Boah, jetzt hier ist ein Bild runtergefallen. Wow. Wow. Hier vorne. 0,4. Okay, guck mal, ob wir Minus kriegen. Ach, diese blöde Tür. Ich bin da voll gegengelaufen. gelaufen.
So. Da war dieses Geräusch schon wieder. Was schmeißt der denn die ganze Zeit? Na, einmal hat er hier einen Bilderrahmen geschmissen. Ja, eben ist schon wieder was Hier, guck mal, gepoltert. IMF, guck mal, IMF. Mach ich doch! Schrei mich nicht an. Alter, bleib Du locker, hast ein Junge, das ist ein Aggressionsproblem. Spiel! Du hast ein Ey! Aggressionsproblem. Du Arschloch! Ey, das ist nur ein Spiel. Oh, jetzt schon wieder Licht aus. Mach mal an, bitte. So, jetzt wollen wir mal gucken. T steht ja. Toll. Orbs. Wir haben Orbs und Dots. Ich wiederhole, Orbs und Dots. Und diesmal 100% Orbs. Ja, es schneit ja auch nicht. Ich kann ja wohl eine Schneeflocke von Orbs unterscheiden. Da sind Das zu wäre viele, lieber das sind sehr Orbs. unterhaltsam. Ja, ich höre dich nicht, die Verbindung ist schlecht. So. Ruhe jetzt. Orbs und Dots. Vier zur Auswahl. Falsche Richtung. Wieso machst du das Licht nicht wieder an? Wieso machst du das Licht nicht an? Angst. Ist das wieder der Sicherungskasten? Ja. Ja. Ich geh schon. Larry, das ist deine Chance. Töte sie. Töte sie. Was Gib bist mir du ein jetzt? Zeichen. Was bist du jetzt nur zu mir? Ich denke, wir sind ein Team. Du hast selber gesagt, bring sie um. Hab das gehört. Oh, das ist ganz schön hellhörig, das Haus war. Oh, Larry. ich hole mal noch ein paar Sachen. Was fehlt denn noch? Hast du das Buch schon? Nö. Buch, Box. Fingerabdrücke müssen wir noch gucken. Ich hab dich nicht verstanden. Kannst, kannst du dich mal gewählter ausdrücken? Du geistiger Dünnschiss. Redest wie ein Asozialer. Ich glaube, wir haben Gefriertemperaturen. Ja, da war eben kalt. Hast du ein Thermometer noch hier in der Nähe oder ganz im Auto? Im Auto. Töte Mann, sie, piss Larry, dich, ich halt. Junge! War ein Scherz, war ein Scherz. Nee, du wolltest das ernsthaft, Mann, du Nein, Affe. Quatsch. Ach, ich hätte die Ja, Tür komm. direkt wieder aufgemacht. Ja, du Arsch, ey. Arsch mit Ohren bist du. Töte sie, Larry, ich halte die Tür zu. Was haben wir? Orbs, hast du gesagt? Und Wo denn? Dots-Projektor. Ja, muss das Licht für aus? Du siehst das im Hellen nicht. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass wir einen besseren Bildschirm haben? Wir haben jetzt einen von DAE. Nee, weil du genau Das ist davor ein stehst. Full-HD-Bildschirm. WQHD-Auflösung. Ja? Also ich gebe, glaube ich, erstmal nur Dots 0,04 ein. Millisekunden Reaktionszeit, das Ding. Ah, ich habe den Orb Hightech vom gesehen. Feinsten. Weißt du, ob Dots. So. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir wieder so kalt? Oleri minus. Sage ich es ihr oder lasse ich sie noch ein bisschen rätseln? Gefriertemperaturen, ein Jurei. Schön. Dann brauche ich noch Fotos.
Ja, Fingerprints und so haben wir nicht. Wo war denn hier das Reacher in der Wäschekammer, ne? Und uns fehlt auch noch der Knochenbeweis. Wo ist der denn oben? Oder habe ich den unten übersehen? Oder habe ich ihr nicht zugehört und sie hat ihn gesehen? Oder hat sie ihn nicht gesehen? So viele Fragen und die einzige Möglichkeit, deren Antwort zu finden, Ermittlung aufnehmen. Knochen! Nö. Wenn hier schon die Tür auf ist, auch kein Knochen. Nö. Das ist ja jetzt skurril. Gerümpel. Gerümpel. Da ist der unten in einem der hinteren Räume. Der kann ja überall sein. Hattest du schon Knochen gesehen? Hast du eine Kamera am Mann? Weil du kein Mann bist. So. Kein Knochen hier. Das hier wird doch nicht. Ihn übersehen. Der ist ja skurril. Gibt's hier keinen Knochen? Larry, kannst du mit mir über dieses Ding reden? Nein, kann er nicht. Aber das sage ich dir noch nicht. Kannst du mit mir sprechen? Wieso liegt hier eine Zahnbürste? Oh, oh. Ich bin in der Danger Zone. Larry? Oh, kannst du mir Steht dein helfen, den Ding Knochen hier? zu suchen? Warum? Damit wir einen Knochen finden. Was hast denn da? Du musst mit dem in die Richtung des Geistes und dann kannst du manchmal was hören, dann hörst du ihn sprechen. Und Hallo? dadurch kannst du ja eigentlich ermitteln, wo der ist auch. Ah, hier offen. Guck mal. Das sind die Überreste vom Mittag. Ja, siehst, hast du auch gefunden. Larry, kannst du mir antworten? Wo bist du? Larry? Kannst du mit mir sprechen? Larry? Hallo, ist hier jemand? Töte sie, Larry! Töte sie! Ich... Lauf Fiona! weg! Ja, du bist ein Arschloch, weißt du das? Du bist. Ja, endlich muss ich mir diese große Klappe hier nicht mehr anhören. Oh nein, wie ist das nur passiert? Ich hätte jetzt, um fair zu bleiben, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der wirklich kommt, weil der die ganze Zeit so ruhig ist. Ich dachte, wir machen hier einen kleinen Spaß, einen kleinen Streich, alles ist cool. Der letzte Beweis sind übrigens Gefriertemperaturen. Damit ist der Geist ein Jurei.
Der hat Gitarre gespielt. Hast du Gitarre gespielt? Kann man jetzt als toter Gitarre spielen? Spiel mal noch mal Gitarre. Lauschen an der Holzwand. Oh, du bist, glaube ich, ein bisschen pissig, wa? Ja. Hast du Juray eingetragen? Ich würde denn jetzt fahren. Töte sie, Larry. Ich halte die Tür zu. Das war lustig. Ja. Habe ich das eingetragen? Ja. Foto vom Geist brauchen wir heute nicht. Oh, ein Juray. Mensch. Fresse, du Da. Arschloch. Es tut mir leid. Ich überlege gerade, warum ich dich eigentlich liebe. Mir fällt gerade nichts an. Ich kann Was gut ein Penner, ich kochen. wollte das Ding. Ich wollte gerade das Ding ausprobieren und du Arschloch machst die Tür zu, ey. Ja, schönen Dank, ich hab dich nicht mal gesehen. Ja, Und dann bin ich zum Kreuz gelaufen, weil ich dachte, naja, dann kann der mir nichts. Ja, schöne Scheiße. ja, das hat mich auch gewundert. War das Kreuz verbrannt? Keine Ahnung, war mir auch scheißegal, weil ich Kacke fand, dass du die blöd mal die Tür zugemacht hast. Ne, ich hab dir noch gerufen, töte sie, Larry, töte sie, ich Ja, halte die ich hab Tür das zu. gehört. In dem Augenblick kam der hoch. Aber voll Du Arsch, lustig. ey. Ja, voll. Ich werde nicht sterben, du Penner. Aber wir haben zumindest herausgefunden, was für ein Geist das war. Das ist mir scheißegal. Ich wollte dieses Ding ausprobieren und ich wollte nicht sterben. Na, ein Glück geht das in dem Spiel um Spaß. Ja, genau. Wart mal ab, Junge. So, das war eine neue Folge Phasmophobia. Hör auf zu lachen. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen lachen. Ich hoffe, ihr konntet nicht Bis auch lachen. zum Schluss, das war gar nicht lustig. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Du Penner, ey. Tschüss.